eingeben. Und zu jedem Los. So Leute, in dem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Werkstatt. Und zwar soll es, wie ihr es im Titel wahrscheinlich wieder gelesen habt, darum diesmal gehen, dass wir einen Ölwechsel nach rund 30 Betriebsstunden auf verschiedenen Trips machen. Also die Karre ist eigentlich nur geballert worden, und zwar einmal in Frankreich und einmal in Italien, jetzt am Gardasee. Das Öl ist rund 30 Stunden drin, wie ich es eben gerade schon gesagt habe. Und wir schauen uns heute einfach mal an, wie der Magnet aussieht, wie der Filter aussieht. Eventuell schauen wir uns auch mal den Ventilkopf an, denn erstens verliere ich hier ein bisschen Öl, drückt es aus dem Kopf raus, und zweitens wollte ich eben eventuell die Ventile mal anschauen. Hier sieht man schlecht, hier habe ich schon mal mit dem Finger drauf gelangt, ist alles extrem schwarz. Also anscheinend ist dann seit neuestem meine Dichtung da oben kaputt. Aber das sehen wir dann später wahrscheinlich noch. Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich es mache. Eventuell mache ich es auch noch sauber und schau mal. Ja. Wie ich es jetzt im Intro schon gerade gemacht habe, kurz. Ich werde jetzt kurz rausstellen, warm laufen lassen. Und dann lassen wir das Öl ab und schauen uns den Magneten an. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, und zwar der Magnet. Normalerweise sieht er mir relativ gut aus. Es kommt nur darauf an, wenn ich mich oft verschalten habe, also das habe ich wirklich schon gemerkt. Wenn ich mich oft verschalten habe, hat er relativ viel Späne dann kommt vom Getriebe. Und ansonsten ist der Motor eigentlich schon so eingefahren, dass ich gar nicht so viele habe. So, nochmal ein kurzer Cut. Ich wollte nämlich die Kamera wechseln, weil so erkennt man es echt schöner. Und so, wie man sieht, echt nur kleine Späne, nichts Großes. Also echt minimal und voll im Rahmen. Und das, weiß nicht, ich kann das immer nicht ganz so erwarten, da das Bike halt trotzdem relativ viel auf die Fresse sozusagen bekommt. Aber dafür sieht es echt noch richtig gut aus, muss man echt sagen. Nichts Großartiges. Ja, und dann werden wir jetzt eigentlich schon, wir machen jetzt noch den Ölfilter raus gleich. Ich lasse jetzt noch ein paar Minuten austropfen, erstmal ein bisschen so hin und her schwenken, damit ich das restliche Öl gar rausbekomme, damit die wirklich leer ist. Und dann mache ich den Ölfilter raus, mache da auch einen neuen rein. Und dann kann das neue Öl eigentlich schon eingefüllt werden. Ja, wie gesagt, ich finde es wirklich erstaunlich. Also ihr müsst euch da nie so die großen Sorgen machen um den EXC-Motor. Oder wenn wir viel sagen, das ist so extrem viel Wartung. Also ich habe bei meiner noch nie die Ventile eingestellt. Ich habe es schon öfters kontrolliert, aber noch nie eingestellt. Also das ist wirklich was, wo man sagen kann, das übertreiben wahrscheinlich viele. Es wird mit Sicherheit Motoren geben, bei denen sie sich verstellen und bei denen sie auch immer nachstellen muss, aber das hört man dann auch immer durchs Klackern, würde ich mal behaupten, weil meistens werden sie ja, na gut, stimmt eigentlich nicht, manche werden auch kleiner, wenn sich die Ventile einbrennen. Aber ja, deswegen finde ich das manchmal ein bisschen übertrieben, was Leute wegen Wartung sagen, da halt einfach, es ist gar nicht so schlimm. Und wenn man jetzt sagt, man macht zum Beispiel alle 30 Betriebsstunden den Ölwechsel, ist vollkommen okay, und 30 Betriebsstunden sind 4 Kilometer. Ich war jetzt zum Beispiel zweimal 4 Tage weg, gut, in Frankreich sind wir nicht so viel gefahren, und habe jetzt rund 25 Betriebsstunden drauf, und in Italien sind wir meiner Meinung nach viel gefahren für so einen EXC-Fahrer. Und ich habe, glaube ich, 15 Stunden drauf gefahren oder so ähnlich, oder 12, irgendwie sowas. Ja, also es ist nicht so schlimm, wie jeder sagt. Und jetzt zum Beispiel Bremsen ist ganz normal das gleiche wie bei einer 96 auch, Kette auch. Es ist eigentlich hauptsächlich nur der Motor, was viele sagen. Und da kann man sich wirklich nicht beschweren, der hält eigentlich wirklich ewig. Klar habe ich den bei 180 neu gemacht, 180 Betriebsstunden, aber ich würde fast behaupten, dass der damals gar nicht kaputt war. Ich kenne andere, die sind 400 Stunden gefahren, nichts passiert, und 400 Stunden ist viel. Man kann das gar nicht so umrechnen leider in Kilometer, ich würde behaupten 400 Stunden fahren. Da müsste man jetzt so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von der 96 haben, sind viele Kilometer, viele. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so viel drum rumreden, ich mache jetzt euch nochmal einen Ölfilter raus und erzähle euch noch mal ein bisschen was dazu.
So Leute, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen austropfen lassen. Man sieht es hier schon. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut erkennt, aber das Öl ist immer noch leicht rötlich. Also ist gar nicht so verbrannt. Und mir will ich euch nur sagen, dass es eigentlich schon sehr hochwertiges Öl ist und es wirklich nicht, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber halt eben nicht gleich verbrannt ist und die Schmierfähigkeit verliert, sondern dass es immer noch echt gut da bleibt. Ja, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen sauber gemacht, den Rahmen und so weiter, weil Ölfilter und das Öl weggemacht. Hier tropft es leider gerade schon wieder. Das mache ich gleich noch ein bisschen weg wieder. Wir machen jetzt den Ölfilter rein. Und was ich mich jetzt noch dazu entschieden habe, mir ist eingefallen, dass ich beim letzten Ölwechsel auch schon die Ventile kontrolliert habe. Deswegen mache ich das jetzt erneut. Und dass ich hier Öl rausgedrückt habe, kann ja immer noch deswegen sein, weil die in letzter Zeit halt zweimal richtig krasse Burnouts gemacht hat. Und das ist deswegen wegen der Drehzahl und wegen den Temperaturen. Eben das Öl daraus gerückt hat. Und ich habe hier mein Superblech und ich habe bei 328 Betriebsstunden, glaube ich, eben die Ventile auch mal nachgeschaut, wenn sogar später. Ich glaube, das war vor Frankreich und das war dann irgendwas bei 330 Stunden. Ja, dann habe ich jetzt hier schon einen Ölfilter und das Fuchsöl vom Motorradersatzteile 24. Da brenne ich euch auch mal eben unten in der Beschreibung mit dem Link ein. Da könnt ihr über meinen Code EUDA 10% sparen, wenn ihr euch das Öl holt oder eben andere Teile. Gibt es ja auch Ketten, Bremsbeläge und so weiter, sind richtig gut. Ja, nur das kurz am Rande. Dann wenn ich jetzt den Ölfilter, dann haue ich einfach so rein. Dann mache ich mir keinen Kopf. Ich weiß, den muss man eigentlich einölen und so weiter, aber ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass ich den einfach so rein habe. Ich baue dann eigentlich immer einfach so trocken rein. Ich weiß, man sollte es nicht, kann reisen und lauter so Sachen. Wie gesagt, ich hatte da noch nie ein Problem. Ja, dann mache ich jetzt gleich noch die Schrauben da rein, das zeige ich euch jetzt nicht weiter. Dann füllen wir das Öl ein. Lass uns kurz warm laufen, kontrollieren das nochmal und dann passt es. Ach ja, bevor ich es vergesse, die zwei Siebe, die man ganz normal in der XC hat, die tue ich immer weiter einfach nur mit ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber machen. Da braucht ihr nicht unbedingt neue holen. Die funktionieren sonst so genauso. Es sind ja auch nur Siebe, also die sollen nur irgendwie grobes Zeug ein bisschen aufhalten und ich sehe da nie sonderlich Dreck dran. Wenn man scharf machen würde hier. Irgendwie ist nicht so recht. Auf jeden Fall kommen die wieder genauso rein, wie sie eben vorher drin waren, nur kurz ein bisschen gereinigt. So, dann kann das gute Öl hier auch schon rein. Ich habe hier mal schon alles vorbereitet. Jawohl, und ich schütte natürlich mit Video wieder die Hälfte daneben. So, jetzt kommt Nummer 2 rein. Ich glaube, meine 450 XC gehören 1,6 Liter. So, Deckel ist drauf. Hier sieht man auch schon, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Wenn es mal scharf machen würde. Man sieht auf jeden Fall schon Öl im Schauglas. Und wir machen jetzt erstmal kurz das Bike an, denn ich habe einen Ölfilter, kein Öl rein. Ich habe vorhin immer mal kurz den Anlasser noch gedrückt, als ich das Öl rausgelassen habe, damit es wirklich 100%ig rausgeht. Und damit der ganze Kreislauf sich jetzt wieder füllt und ich danach meinen Ölstand auch 100%ig einstellen kann, machen wir die jetzt mal kurz an. Was sind da 1,5 Liter drin, da kann ja nichts passieren. Ja, und dann kontrolliere ich den Ölstand gar und dann war es das schon. So, Bike ist kurz gelaufen. Ich habe die jetzt nicht mal warm laufen lassen, sondern ich will da nur die kurz laufen lassen, damit die Kreisläufe voll sind. Und ich will immer bei einer EXC kalter Zustand die Hälfte vom Schauglas. Dann passt das für mich. Und ja, deswegen, wie gesagt, nicht warm laufen lassen, einfach nur kurz laufen lassen, damit sich's verteilt. Jetzt warte ich kurz, weil jetzt haben wir auch gerade gar kein Öl mehr hier im Schauglas. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ohne Licht eher nicht. So, dann sieht man jetzt schon, wenn ich sie ungefähr waagerecht halte, erkennt man das ja auch hier. Jetzt schaut das Öl schon nur noch am unteren Rand raus. Jetzt geben wir noch ein bisschen nach und dann passt es auch schon. Ich kann das bis leider nicht mit einer Hand machen, weil ich muss das Bike auch noch irgendwie halten, damit es waagerecht steht. So, und schon haben wir, ich hoffe man erkennt es irgendwie, genau die Hälfte. Schön am frischen Öl, jetzt kommt der Deckel drauf und dann war es auch schon. Dann läuft die Karre wieder. So, fertig ist die 450. Ich muss dann hier noch mein Serviceblecheintrag machen.
Wir haben jetzt, glaube ich, 354 Stunden. Jo, ich will langsam ein bisschen eng. Jetzt habe ich von der 450 und hinten drauf steht auch noch von der 300er. Ich glaube, ich habe erst einmal gemacht. Die hat schon ein paar Ölwechsel mehr auf dem Buckel. Ja Leute, in dem Sinne nochmal kleine Werbung, auch für Motorenersatz, fürs Öl. Ich fahre das jetzt schon lang. Wie gesagt, mit dem Code EUTER könnt ihr euch da 10% drauf sparen. Und auch auf sonst alles andere, fast alles andere, was es bei Motorradsatzteile gibt, eben auch wie Ritzel und Ketten und so weiter, besonders Bremsbeläge, finde ich richtig geil davon. Ja, wie gesagt, ich würde mir wegen EXC-Wartung und so weiter, wer überlegt sich sowas zu kaufen, aber Angst hat von Ölwechseln gar nicht so Sorgen machen. Ein Ölwechsel ist nicht das Problem und alles andere läuft eigentlich. Ich kenne kaum eine, wenn man jetzt immer so hört, neue 690, 701 Modelle, die nach ein paar hundert Kilometern der Motorschrott ist. Sowas gibt es bei EXC-Modellen echt selten. Also ein EXC-Motor, der läuft, soweit ich zumindest gehört habe, ich kenne kaum einen, bei dem jetzt nach 3 Betriebsstunden oder 10 Betriebsstunden der Motor kaputt gegangen ist. Also da gibt es wirklich keine Probleme. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde die auf jeden Fall alle beantworten. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.